So. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Ey, ich krieg einen Föhn. Nein, meine Güte. So, ey. Meine Hoffnung ist ja, wenn dann hier später ein Wald drauf ist, dass der sowieso dann. Naja. Ich weiß ja nicht, wie oft ich hier hinten sein werde. Würde ich dann generell aufpassen. Na komm. Ah, es wird schon wieder sehr, sehr, sehr dunkel. Finde ich uncool. Das finde ich erst recht uncool. Wo soll ich denn jetzt hier wieder raufkommen? Ich kann jetzt dahinter laufen. Meine Güte. Hier könnte man eigentlich auch, will ich hier einen Weg hinter haben? Na, jetzt eigentlich auch nicht so wirklich, ne? Und hier in dem Zeitpunkt ist halt auch dann schon der Punkt, wo man sich gleich überlegen müsste. Weil hier muss ja dann auch die Übergangskante so hinter, wo es dann hier hoch geht. Da hat er solche Scherze. Muss ich alles jetzt schon bedenken, wie ich hier das ganze Gelände haben will, an der Hand der untersten Ebene. Ist das nicht toll? Mensch, da hängt eigentlich irgendwie alles von ab, wie das hier oben später aussehen wird, von dem, was ich gerade mache. Ich traue mich dann halt auch ehrlich gesagt einfach eiskalt wetten, dass ich das irgendwann sowieso wieder platt mache und hier auf meine Ebene hinzimmer, die ich dann irgendwas anderes drauf baue. Das wird so todsicher passieren. So, aber den Teich, den muss ich hier wirklich vertieft lassen. Sonst wäre es unlogisch, dass hier ein Teich ist. Woanders nicht. Das kann ich nicht so ganz zulassen. Deswegen. Muss das dann hier so sein? Leider, leider. Auch wenn ich es etwas schade finde, tatsächlich. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie das später aussehen wird hier oben. Vor allem von unten gesehen. Von unten soll man nämlich auf keinen Fall sehen, wie es hier oben weitergeht eigentlich. Das ist quasi an die. Also schon ein bisschen, dass man halt sieht, dass das Feld nicht mitten im Nichts abrupt aufhört, sondern zumindest schon irgendwie in einer Landschaft endet. Nur wie diese aussieht, das ist. Das soll man von unten nicht zwingend sehen, was sich dort oben alles befindet. Also quasi das Haus soll man nicht sehen, nur dass es da oben nicht im Nichts endet und senkrecht nach unten geht, wie es aktuell noch der Fall ist.
anders, also rumsammeln von dieser Seite auch nicht sehen, dass das hier hinten ein Feld hat. Dass er so ein bisschen was entdecken kann, sag ich mal. Das wäre immer schön. Auch wenn es jetzt nicht wirklich viel zu entdecken gibt, weil Zeit um irgendwelche. Ey, diese Shift-Taste ist schon echt ziemlich schlecht. Oh, eine Höhle. Eine offenbar sehr tief reingehende Höhle. Okay. Offenbar doch nicht. Das sah jetzt eigentlich schon einigermaßen vielversprechend aus. Da oben könnte es weitergehen. Geht's aber nicht. Das ist auch egal. Ja, gut. Epischste Höhle ever. Wow. Ja, das ist halt hier in dieser älteren Welt so. Es wird erst ab da vorne, wo die großen Bäume sind, besser. Da gibt es dann wirklich größere Höhlen schon. Wieso soll diese Einschlaglöcher übrigens in dieser Welt sich finden? Ich verstehe es nicht wirklich. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, wie diese Löcher eine Berechtigung in der World Generation haben. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ist jedenfalls interessant, dass irgendwie der Rasen viel schneller zu wachsen scheint, wenn man nicht daneben steht. Dass man irgendwas anderes macht. Andererseits sind auch jetzt schon wieder 20. Als ob also jetzt das. Was ist denn hier los? Warum falle ich denn die ganze Zeit runter? Also eigentlich funktioniert meine Shift-Taste. Das ist wissenschaftlich bestätigt. Dann schwimme ich hier halt jetzt hoch. Das ist mir egal. Und dann setze ich. Na gut. Nein, die lasse ich jetzt mal hier. Die lasse ich bei mir. Also man sieht hier schon, hier geht schon gut rein. Wenn alles um diesen Weg herum grün ist, wird es auch nach innen. Ich habe das Gefühl, dass ab und zu so meine Stimme einfach Vokale auslässt, während ich rede. Das ist sehr uncool. Besonders in dieser besonders hier in der, wenn man ein Spiel kommentiert, dann sollte man eigentlich in der Lage sein, so weit gut zu reden, dass alles ankommt, was man so sagt. Aber ja, das scheint hier nicht so ganz der Fall zu sein. Und gut, allmählich funktioniert auch das mit dem OpenGL nicht mehr so gut. Wir haben nicht mehr so richtig viel FPS. Das ist wirklich wieder die Render Distance runterstellen. Das ist echt schade. Ich möchte eigentlich schon in der Qualität aufnehmen, die ihr so hier gerade habt. Also würde ich mir zumindest wünschen, weil das einfach viel schöner ist, so, als irgendwie anders. Also das Spiel kriege ich eh nicht so wirklich ultra krass hin. Das ist halt Minecraft. Das ist halt so pixelig, wobei man das halt dann, wenn ich dann endlich mal das Ressource-Pack meiner Träume reinmachen will, kann, dann, naja, dann wird das hier auch etwas feiner sein und nicht mehr so grob pixelig. Aber bis dahin kann ich halt leider nichts machen, was Texture-Pack betrifft in die Richtung. Deswegen dauert es noch etwas, bis das Ressource-Pack kommt. Gut. Dann bauen wir hier hinten mal weiter. Da bleibt mir schon wieder die Stimme stecken. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat oder ob man das halt direkt merkt, beim Reden. Oder beziehungsweise beim Zuhören. Ich beim Reden merke es natürlich schon, weil mein Gehirn
prinzipiell schon weiß, was es eigentlich sagen wollte. Aber ich es anscheinend nicht aussprechen kann. Was schon sehr blöd ist. Tatsächlich. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woran es liegt, dass ich nicht mehr reden kann. Ist ja jetzt auch egal. Wir setzen ihn nur Erde. Da passiert eigentlich definitiv nicht großartig etwas Spannendes, weil ich jetzt auch nicht sehr viel habe, worüber ich reden kann. Außer vielleicht, dass ich heute ein Spiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, zumindest Ausschnitte, da war es schon wieder. Da hat es einfach mitten im Wort das Wort abgebrochen. Ist ja furchtbar. Auf jeden Fall, dass ich heute ein Spiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft in Ausschnitten angesehen habe. Und dabei ist mir wieder mal Folgendes aufgefallen, denn das ZDF hat mittlerweile mit, oh Gott, wie heißt die Gute denn jetzt? Ich glaube Claudia Neumann heißt sie, eine Kommentatorin. Das ist in erster Linie mal etwas, ich will jetzt nicht sagen völlig anderes, weil es im Radio mit Sabine Töpperwien natürlich auch schon seit Ewigkeiten eine Sportkommentatorin gibt, aber es ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen sehr viel angenehmer, aber es ist sehr viel angenehmer, einer Frau beim Fußballspielen zuzuhören tatsächlich. Mal davon abgesehen, dass gewisse andere Kommentatoren des ZDF und auch der ARD, ich will da jetzt nicht wirklich sagen, aber so ziemlich alle, reden die meiste Zeit wirklich einen Blödsinn zusammen. Das ist echt, also, dass ich teilweise echt mich frage, Leute, wo habt ihr denn bitte eure Gedanken gelassen? Wie kann man denn so etwas reden? Ich befürchte zwar, ich bin hier jetzt gerade keinen großartigen Deut besser, weil ich davon ausgehe, dass ich da genauso viel Mist gerade rede. Nur mit dem Unterschied, ich habe erstens nicht die Einschaltquoten wie das ZDF, wenn es Fußball überträgt. Ist recht, wenn die irgendeine Nationalmannschaft spielt. Deswegen ist es relativ egal, was ich rede. Es juckt. So vom reinen Verhältnis juckt es eh niemanden. Was ich hier so von mir gebe. Aber als Sportkommentator beim ZDF hast du schon, gut was zu sagen, sage ich jetzt mal. Also da hören schon sehr viele Leute zu. Und wenn dann so jemand ist wie, nenn es jetzt einfach mal beim Namen, wie der Herr Belareti, wo ich mir manchmal denke, wenn ich ihn reden höre, was geht dir gerade in seinem Kopf vor, dass so etwas dabei rauskommt, weil das so ein Nonsens ist, was da raus sprudelt. Da quält so eine geballte Ladung Wörter aus dem Mund, die zusammen einfach keinen wirklichen Sinn ergeben, sage ich jetzt mal. Und das kann es einfach nicht sein. Also wirklich nicht. Diese Leute werden dafür bezahlt und jetzt glaube ich jetzt auch gar nicht mal so extrem schlecht, dass sie da reden. Aber dass es so ein Schmarrn ist, was da rauskommt, das ist, ich verstehe nicht, wie Leute